Fünf WhatsApp-Zeichen, dass er nicht wirklich auf dich steht und dich nicht wirklich mag. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dragos Kimadeva. Ich bin einer der erfolgreichsten Dating- und Beziehungscoaches für Frauen im deutschsprachigen Raum. Und mit diesem YouTube-Kanal, auf dem du dich gerade befindest, habe ich die größte deutschsprachige Community aufgebaut für Frauen, die sich für die Themen Dating, Partnerschaft, Liebe, Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und im heutigen Video möchte ich dir 5 Zeichen mit an die Hand geben, anhand derer du merken kannst, dass er vielleicht nicht so viel Interesse an dir hat. Dass er vielleicht nicht so auf dich steht, wie du dir das wünschst. Der erste Faktor, auf den du achten kannst, ist es langsame Antworten. Also wenn er ewig lange braucht, um dir zurückzuschreiben, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Natürlich haben wir in unserem Leben alle was zu tun, wir gehen arbeiten, wir haben Hobbys, wir haben Freunde und wir sollten nicht ständig am Handy sein. Aber wenn er regelmäßig 2, 3, 4, 5 Tage braucht, um zu antworten, dann ist das kein wirklich gutes Zeichen. Denn wenn wir wirklich freudig erregt darüber sind, jemanden kennenzulernen, dann werden wir Zeit machen, uns bei dieser Person zu melden. Selbst wenn es nur morgens vor der Arbeit ist oder abends nach der Arbeit, wir geben uns aber Mühe und in der Art, wie wir kommunizieren, zeigt sich auch, dass wir Interesse haben. Wir stellen Fragen und so weiter. Der zweite Faktor, auf den du achten solltest, ist es, dass du nicht die ganze Zeit einfach im Grünen sein willst. Was meine ich damit? Wenn du dir den Nachrichtenverlauf anschaust zwischen ihm und dir, dann habt ihr ja unterschiedliche Farben. Seine ist grau, deine ist grün. Und wenn die meisten Nachrichten in dem Verlauf, wenn du einfach mal so durchscrollst, alle grün sind und ganz wenig grau, dann scheint es so zu sein, dass von dir viel mehr Investment kommt als von ihm. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Das heißt, wir suchen eigentlich nach so einer, naja, nach einem Gleichgewicht, wo du vielleicht 50% der Kommunikation machst und er 50% der Kommunikation oder 70-30 von mir aus auch, aber nicht 80-20 oder 90-10. Wenn du 90% der Texte schreibst, der Nachrichten schreibst und er nur 10% der Nachrichten, dann muss es kein K.O.-Kriterium sein, soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist schon ein Zeichen dafür, dass es zwischen euch eigentlich nicht so mega gut passt. Das dritte Zeichen, auf das du achten kannst, ist das sogenannte Geiertexten. Was meine ich damit? Er ist gerade vielleicht mit seinen Jungs unterwegs oder mit wem auch immer. Und nachdem er dann 2, 3, 4, 5 Cocktails geschlürft hat und so leicht angetrunken ist, kommt er auf die Idee, eigentlich könnte ich eher doch mal schreiben. Er schreibt dir aber nicht in anderen Situationen. Also er schreibt dir nur, wenn er gerade angetrunken ist, wenn er gerade ein bisschen horny ist, also ein bisschen sexuell erregt ist, wenn gerade nichts anderes zu tun ist, wenn er gerade von der Party nach Hause kommt und sonst nichts mehr geht. Wenn er dir nur in solchen Situationen schreibt, dann ist er normalerweise nicht so wirklich interessiert. Das muss nichts Schlimmes sein, es kann auch was Nettes haben, so eine rein sexuelle, ungezwungene Affäre zu haben mit jemandem, aber das sollte man sich dann eben auch bewusst machen, dass das diese Art von Dynamik ist. Das vierte Zeichen, auf das du achten kannst, um herauszufinden, ob er Interesse an dir hat oder nicht, ist es, wenn er den Kommunikationskanal herunterstuft. Das bedeutet, wenn wir jemanden kennenlernen, sei es jetzt über Online-Dating oder physisch kennenlernen, dann gibt es ja eine Abfolge von verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten. Online-Dating-Plattformen, dann vielleicht Messenger, dann vielleicht WhatsApp und SMS, dann vielleicht telefonieren, dann vielleicht physisches Treffen oder nach Telefonieren vielleicht noch Videochat und dann physisches Treffen. Und wenn er zwar deine Handynummer hat, aber auf deine WhatsApp-Nachrichten oder SMS-Nachrichten niemals antwortet, oder zumindest sehr selten, aber auf deine Facebook-Nachrichten oder auf die Nachrichten der Dating-Plattform, dann ist das auch nicht so ein gutes Zeichen, denn die Kommunikationskanäle sollten sich eigentlich so sukzessive
weiterhin zu persönlicheren Treffen entwickeln, also weiter eskalieren und nicht heruntergestuft werden. Wenn er herunterstuft, ist er nicht so interessiert. Und dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob du dich nicht von ihm distanzierst oder noch ein paar smarte Dating-Tipps vom Darius umsetzt. Da gibt es eine ganze Menge, was man tun kann. Das ist natürlich immer von Situation zu Situation unterschiedlich. Und wenn du individuelle Fragen zu deiner persönlichen Situation hast, dann check auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn du da drauf gehst, findest du ein Bewerbungsformular. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden, in dem wir beide oder jemand aus meinem Team und du gemeinsam herausfinden, inwieweit ich dich im Zuge eines persönlichen Coachings oder im Zuge meines Mentoring-Programms Die Heldinnenreise auf deinem individuellen Weg zu deiner neuen Traumbeziehung, zu einer neuen Art der Liebe, zur intuitiven Liebe unterstützen kann. Wenn das spannend für dich ist, wie gesagt, unterhalb des Videos in dem Link in der Videobeschreibung findest du alle Infos dafür. Kannst du dich gerne anmelden, dann können wir mal unverbindlich miteinander schnacken und herausfinden, ob und falls ja, wie genau ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Zeichen Nummer 5, auf das du achten kannst, dass er nicht so wirklich Interesse an dir hat, ist, er macht keine konkreten Pläne. Wenn ein Mann, mit dem du schreibst, egal wie lange du mit ihm schreibst, sind es jetzt 2 Tage, 2 Wochen, 2 Jahre oder 20 Jahre, wenn er dich nicht nach einem Date fragt, dann ist es blöd. Dann ist es sehr, sehr blöd. Also ein bisschen blöd für ihn. Wenn er der Typ Mann ist, der generell keine Frauen nach Dates fragt, dann ist es blöd für ihn. Wenn du aber die Frau bist, die kontinuierlich weiter mit ihm schreibt, ohne das zu beenden, obwohl es nirgendwo hingeht, dann ist es blöd für dich. Das heißt, du hast nur begrenzt Einfluss darauf, was er für ein Mann ist. Du hast nur begrenzt Einfluss darauf, ob er dich nach einem Date fragt. Worauf du aber sehr großen Einfluss hast, ist es, wie du damit umgehen möchtest, wenn er sich auf eine Art und Weise verhält, die dir nicht gefällt, die nicht deinen Standards entspricht, wo auch immer die liegen mögen. Das heißt, du hast 100% Verantwortung dafür zu tragen, wie du mit ihm umgehst, wie du mit dir selbst umgehst, wenn jemand dich auf eine Art und Weise behandelt, die nicht in Ordnung für dich ist. Wie lange du da an ihm festhältst, obwohl sich das nicht in irgendeine konstruktive Richtung weiterentwickelt. Und wenn du feststellst, naja, wir schreiben jetzt schon eigentlich seit 2, 3, 4 Monaten und irgendwie kommt da nichts bei rum, dann muss man manchmal mit offenem Auge, mit offenem Herzen der Wahrheit ins Gesicht blicken und sich selbst eingestehen, das ist vielleicht nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, und sich aus dieser Unterhaltung, aus diesem Flirt ein bisschen zurückziehen, um Platz für neue Männer zu schaffen, um Platz für neue Dates zu schaffen. Und das wird nicht nur deinem Selbstwert und deiner Selbstliebe guttun, das wird auch die Chance erhöhen, dass du andere Männer triffst, die viel besser zu dir passen und die wirklich auch gerne Pläne mit dir machen wollen. Falls du das Gefühl hast, dass du bestimmte Muster in deinem Beziehungsleben immer wieder wiederholst, dass Männer immer wieder das Interesse an dir verlieren, dass Männer nach dem zweiten Date sich immer wieder nicht melden oder nachdem ihr das erste Mal zusammen im Bett gewesen seid oder welches Muster auch immer, dann lass uns gerne mal darüber sprechen. Lass uns gerne schauen, wie ich dich im Zuge eines persönlichen Coachings persönlich und individuell auf deinem Weg dieses Muster zu unterbrechen begleiten kann. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, in dem Link in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, dich kennenlernen zu dürfen. Und bevor du jetzt dieses Video beendest, bitte, 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 tu mir noch einen kleinen Gefallen. Ich gebe mir wirklich ganz, ganz viel Mühe, hier die hochwertigsten Videos, die hochwertigsten Inhalte für dich zu produzieren, weil du mir wichtig bist. Wenn dir dieses Video weitergeholfen haben sollte, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch, eine positive Bewertung. Abonnier den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn ich neue Inhalte veröffentliche. Das passiert jede Woche und du willst diese Inhalte nicht verpassen, denn sie sind wichtig für dein Beziehungsleben, für dein Liebesleben. In diesem Sinne, ich freue mich, dich vielleicht bald in einem Beratungsgespräch persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich freue mich, dich in einem der nächsten Videos begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin alles Gute und bis bald.